Ihr seid auch schon da. Hallo erst einmal. Heute machen wir ein Bonusvideo wieder. Ganz einfach, wir reparieren die Smokerratte. Was hat das gute Teil am Platten? Irgendwie habe ich es gerade mit der Reifen. Naja, wer damals die Smokerbauvideos verfolgt hat, da habe ich schon auf diese Beule im Reifen gezeigt. Oh, ja, und das Ding ist geplatzt, aufgegangen, was weiß ich. Aber die werde ich heute einfach kleben. Im Straßenverkehr ist so eine Reparatur natürlich nicht zulässig, aber auf die Straße kommt die Ratte nicht, maximal auf dem Anhänger und von daher gerade egal. Absolut kein Grillvideo, es geht nur um den Reifen der Ratte. Attacke! So Leute, auf die ja, Hebebühne gestellt, reingefahren habe ich das Gerät ja schon. Ja, nach dem letzten Grillvorgang. So, das reicht. Dann suchen wir uns hier mal einen Schlagschraubernuss oder einen normalen Nuss. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Ich habe ja alles da. Leute, ganz alles werden wir nicht drauf bekommen. Der Platz hier drin ist etwas eingeengt. Die Maschinen sind auch schon etwas betagt. Und ich bin ja gespannt, ob ich den Reifen jetzt allein nichts hier runterkriege. Na, geht schon wieder los. Silikonspray. Ja, einfach, dass es ein bisschen besser flutscht. Auch noch ein bisschen ein. So Leute, dann würde ich sagen, suchen wir uns das Loch. Ich finde es nicht mehr.
Irgendwo war das doch. Gehen wir rüber, wieder in die große Halle, ja, und machen wir das in aller Ruhe. Also hier von außen sieht man so gut wie gar nichts, aber wenn ich hier von innen jetzt drücke, sollte man jetzt hier, ja, die Schwachstelle sehen. Von innen ist ein relativ breiter Riss. Ich hoffe, man kann das hier so halbwegs erkennen. Tja, und da werde ich wahrscheinlich zwei oder drei so Spezialflicken nebeneinander machen. Die hole ich jetzt mal schnell. Aber bevor, ja, leicht verstaubt, bevor ich die jetzt auspacke, raushole, werde ich jetzt erst einmal den Reifen noch mit Bremsenreiniger ein bisschen abspritzen, wegen dem Silikonspray, und mir meine Hände schnell waschen. Ja, alles voller Silikon und klar, Silikon und Kleber vertragen sich nicht. Wir sehen uns gleich. So, bevor es weitergeht, werde ich hier jetzt mit der Drahtbürste hier erst einmal die Stelle, wo zu flicken ist, schön sauber machen. Natürlich eine Schutzbrille dazu aufsetzen. Empfiehlt sich auf alle Fälle. So. Dann muss ich mal schauen, ob ich hier auch die... Sieht man das? Jawohl. Ja, mal ein bisschen zurückzoomen. Jetzt muss ich mal schauen, ob da auch große Pilze drin sind. Das Ding brauchen wir zum Vorbohren. Das sind jetzt die kleineren. Ne, das sind alles bloß kleine. Gut, dann machen wir das mit denen. Geht genauso. Die sehen dann so aus. Ist normalerweise gedacht, wenn man oben ja, hier in der Lauffläche einen Nagel drin stecken hatte, dann kann man ja mit so einem Flicken flicken. Aber naja, wenn ein Auto schneller fährt oder so, dann sollte man das auch nicht unbedingt. Ja, und wie gesagt, das ist eigentlich im Straßenverkehr nicht zulässig. Kann ich immer wieder bloß betonen. Jetzt schauen wir mal. Machen wir einen hier und einen da und dann könnte das rein theoretisch schon zu sein. Die klebe ich einfach übereinander. Da bin ich jetzt rigoros, bevor ich jetzt hier rumkasperl und mir einen neuen Reifen für die Ratte organisiere, mache ich das doch einfach so, besonders wenn ich das Material eh da habe. Tja, jetzt heißt es nachher dann bloß das Zeug wieder zu finden. Naja, das müsste ich dann hauen. Schauen wir mal von der anderen Seite. Ach, ich sehe es wieder nicht. Doch, hier. Da haben wir die beiden Löcher. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Das muss ich doch glatt einmal nachlesen, ob man das ein bisschen anziehen lassen muss, den Kleber oder nicht. Nehmen wir unseren Kleber hier. Der löst den Gummi eigentlich recht gut auch an. Vulkanisiert das Zeug sozusagen dann. So, dann lassen wir das kurz einwirken, dass wir gleich mal den ersten dann durchziehen können. So, 5 Minuten Antrockenzeit und dann geht's weiter. Könnte ausreichen. Schauen wir mal, wo wir hier waren. Mit dem ersten Loch. Ja.
hier gescheit durch. Da brauchen wir auf alle Fälle auch noch ein bisschen Kleber drauf. Naja, komm. Wir geizen hier bei diesen Reifen einfach nicht rum mit dem Kleber. Und denken uns ganz einfach, viel hilft viel. Hier ist das zweite Loch. Eigentlich hätte ich es ja jetzt wieder antrocknen lassen müssen. Ich glaube, so hat auch noch nie jemand einen Reifen geflickt. Kann man das erkennen? Nö. Jetzt muss ich die Cam doch mal in die Hand nehmen. Ja Leute, das werde ich jetzt noch andrücken, ein bisschen verstreicheln und ja, rubbeln und kneten und ja, dass die Boppel halt sauber anliegen und dann geht's weiter. So Freunde, eine fachgemäße Reparatur war das jetzt mit Sicherheit nicht. Ich habe hier außen auch eben noch Kleber hin. Na, so sieht man es ganz gut. Tja. Und wenn der Kleber jetzt soweit trocken ist, werde ich die hier einfach mit dem Seitenschneider abschneiden. Das zeige ich euch nachher noch schnell. Und dann können wir den Reifen wieder montieren. Ja, und hoffen, dass es dicht ist. Ja, lassen wir es noch vollends trocknen und dann kann man endgültig montieren. So Leute, soweit fühlt sich ja, der Kleber trocken an. Jetzt muss ich noch meine Reifenmontageschlonze hier suchen. Dann schlonzen wir mal den Reifen hier komplett ein. Das ist wiederum, dass er leichter drauf rutscht, was bei so einer Affengröße auch nötig ist. So. Halt. Wo war jetzt der Klebebart? Der muss innen auf der Felge sein, sonst passt es nachher nicht. Von der Laufrichtung. Das wollen wir schon wieder originalgetreu haben. Scheißreifen. Ich hasse die Dinger. Da bin ich das letzte Mal mit dem David zusammen hier dran gestanden. Ach, wie blöde. So. Dann holen wir mal den Luftprüfer oder Luftfüller. Also ich muss es wieder betonen, im Pkw-Bereich wäre das absolut fahrlässig, so eine Reparatur. Wenn ihr am Auto einmal wirklich hier nach außen eine Beule habt, weil ihr irgendwo am Randstein gefahren seid, Leute, tauscht den Reifen sofort aus. Jetzt bin ich echt gespannt, ob es dicht bleibt. Irgendwas bläst doch hier. Der bläst hier immer noch. Ach, leck mir am Arsch. Ja, bläst wie Sau. Reparatur nicht gelungen. Diese Reparatur war für ein Popo.
Ach, vielleicht klebe ich noch ein oder zwei Boppel drüber. Schauen wir mal. Sehen habt ihr das jetzt, wie ich das machen hätte wollen. Ich sag's euch einfach dann, ob es irgendwie geklappt hat oder nicht. Ja, auf alle Fälle noch in diesem Video. Scheiße. Ja Leute, jetzt hat es mich mal richtig aufgeregt, der Scheiß. Ich zeig's euch. Ich habe jetzt einfach wie eine Blume außenrum noch Löchle reingebohrt und die ja, Kleber rein. Tja, entweder ist es dicht oder es ist nicht dicht. Wenn es nicht dicht ist, dann mache ich ganz einfach 16 Zöller drauf. Dann ist mir es jetzt auch wurscht. So, trocknen lassen, kurzen Fahrdienst in der Zwischenzeit und ja, wenn ich wieder da bin, montieren wir den Reifen und gucken, ob es dicht ist dieses Mal. So Leute, das Zeug wäre hier soweit getrocknet und hier. Ja, und jetzt probiere ich einfach mal nochmal zu montieren. Schauen wir, ob er dicht ist. Wenn nicht, muss ich mir wirklich was anderes überlegen. Wir sehen uns gleich. Na Gott sei Dank. Also bis jetzt hält er dicht. Ich hoffe, das bleibt so, bleibt eine ganze Weile so. Ja, ansonsten muss ich mir halt wirklich mal einen anderen Reifen organisieren. Und ich mache echt die 16 Zöller drauf. Gut, baut man wieder drauf auf die Ratte. Jo. Leute, die Ratte ist wieder fertig und einsatzbereit. Ja, irgendeine Bremse ist noch drin, das ist die vordere. Ja. Dann werden wir die Beigelegenheit rausstellen. Ende gut, alles gut? Nee, Ende gut. Reifen ist geflickt, ich hoffe, er hält eine Weile. Im Straßenverkehr wäre das Ding absolut dermaßen was von unzulässig. Also, ja, aber auf der Ratte funktioniert es, hoffe ich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, dieses kleine Werkstatt-Bastel-Video hat euch auch Spaß gemacht.